Weiter geht's mit unserem Hauptgang bei unserem schönen Ostermenü, und zwar der Lammkeule. Ein paar Mal piekse ich mit dem Messer die Lammkeule rundherum, damit Aromen in das Fleisch reinkommen, nehme ich noch eine Knoblauchzehe und etwas Thymian. Drück den schön rein. Pfeffer, die getrockneten Thymian, etwas Rapsöl. So bei mittlerer Hitze schon scharf anbraten, aber nicht übertreiben. Und jetzt löschen wir es ab mit etwas Rotwein. So, der Rotwein ist fast verkocht. Was wir jetzt noch brauchen, ist etwas Lammfond. Schön aufgekocht. Jetzt geben wir das Ganze in den Ofen. Und wir kümmern uns jetzt um unsere Beilagen. Unser Beilagenbett ist abgeschmeckt. Jetzt geben wir noch unser Lamm dazu und schieben das Ganze nochmal für 40 Minuten bei 180 Grad wieder in den Ofen. Das sieht richtig toll aus. Das Gemüse ist auf den Punkt gegart. Das Lamm ist butterzart. Wir richten an. Unser Hauptgericht ist fertig. Die Lammkeule auf mediterranem Gemüse. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Guten Appetit.